Hey Leute, was geht ab? Und willkommen hier zu einer neuen Folge von FIFA 19. Moin, schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zu einer neuen 20 Uhr Folge. Ich gehe hier direkt rein ins Serie A TOTS Turnier, weil mir fehlen da noch ein paar Pünktchen, um halt einen weiteren Serie A TOTS Spieler zu bekommen. Ich glaube, 3 Siege, dann ist es soweit und die Versus Angriffsspiele können wir ja hier direkt perfekt in der 20 Uhr Folge holen. Ich hoffe, dass ich auch direkt die 3 Spiele schaffe, nicht, dass ich jetzt hier dreimal spiele und 3 Niederlagen kassiere. Der hat einen De Gea Team of the Year, Leute. Holy shit, Mann. Eieiei. Habe ich eigentlich hier in diesem Team meinen De Gea auch drin? Oder habe ich hier noch meinen Jan Sommer? Ich glaube, Sommer habe ich hier im Team, ne? Eieiei. Okay, wenn das nicht mein Fehler ist. Schauen wir mal. Let's go. Wenn ihr die gestrige Folge verpasst haben solltet, da habe ich nämlich einen richtig guten Serie A-Spieler gezogen. Ich habe die Pümmelkruse-Challenge gemacht. Und genau, Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Des Weiteren gab es heute Vormittag schon. Ich bewerte eure Teams und natürlich wünsche ich euch ja schöne Pfingsten, einen schönen Pfingstmontagmorgen. Wir haben ja morgen alle frei. Ist ja Feiertag und deswegen können wir schön ausschlafen und dann könnt ihr euch die Folge direkt noch gönnen. Jawolski, 3:1 führen wir aktuell. Okay, die Flanke oder die Ecke wollte ich da hinten nicht hinhaben. Das kostet viel Zeit. Das kostet so viel Zeit, was ich hier gerade mache. Komm, Lukas. Lukas, mach die richtig gut rein, Mann. 4:2. Komm, wir spielen wieder auf. Na, das ist nicht Lukas, das ist... Nein, Mann, Wijnaldum, aber der Gegner kommt wohl auch nicht so richtig gut in die Partie. Götze. Komm, Götze. Wieso köpfst du denn, Mann? Wieso nimmst du den nicht Volley? Alter, das kostet so viel Zeit hier gerade. 4:3. Oh, ich verliere wieder den Ball. Ich glaub's nicht. 4-4. 4-4, Eggestein 5-4. Diallo. Ah, verliert die Kugel. Kruse, Kruse, Kruse. Komm, 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 geh. Komm, Kruse, 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 Kruse. 6:5. Und die nächste tolle Chance von Lukas. Lukas mit dem 7:5. Am Ende ist es doch noch gut gegangen. Hätte Lukas das Tor hier am Ende nicht gemacht, hätte ich trotzdem gewonnen mit 6:5. 10 Serie A Punkte. 75 brauchen wir ja, um den nächsten Spieler hier abzuholen. Wir holen uns mal die 300.000 Münzen ab. Somit habe ich wieder fast 19 Millionen. Mit den Münzen werde ich... Ja, was werde ich damit machen? Weil ich will ja auf jeden Fall Van Dijk noch hinten drin haben in meinem Main Team. Van Dijk, dann verkaufe ich halt wie gesagt Piqué. Und dann halt im linken Flügel werde ich mir höchstwahrscheinlich Leroy Sané holen. Genau. Leroy Sané in diesem... Okay, in dem 100er Team habe ich auch De Gea drin. Sehr gut. Wo ich hier gerade das TOTS-Event sehe. Das habe ich auch noch nicht gespielt. Aber habe ich eigentlich jetzt hier mittlerweile ein paar Energiepunkte für das Premier League TOTS. Ja, komm, ich kann mir ein Pack jetzt noch holen. Von den Van Dijk-Splittern. Da habe ich ja 230. Mal gucken, wie viel ich jetzt hier bekomme. 25. Belastend. 255 habe ich jetzt. 255, das müssen wir immer mal wieder machen. Wahrscheinlich kann ich morgen in der 20 Uhr Folge dann die nächsten Splitter abholen. Wenn ich morgen vielleicht 35 kriegen sollte. Habe ich 290, dann kann ich hier gegen Liverpool spielen. Kriege dann nochmal... okay, ein paar Tage dauert es dann noch, bis ich Van Dijk hier bekomme. Und ich hoffe natürlich auf den glitzernden... kann man hier keinen animierten bekommen? Oder ist es nur... Oder was? Garantierte Boni. Oder ist es da noch nicht? Keine Ahnung. Egal. Ich gehe hier weiter rein ins Serie A TOTS-Turnier. TOTS-Turnierchen. 2 Siege fehlen da nämlich noch. 2 Siege für den nächsten Spieler. Zapata, Piatek, Mertens, hatte ich ja gestern schon gesagt. Würde ich gerne mitnehmen. Und dann bekomme ich halt wieder ein paar Münzen oben drauf. Weil Sané ist ja halt relativ teuer. 30, 35 Millionen Münzen kostet er. Wenn ich Piqué verkaufe, dann ist es auf jeden Fall möglich, dass ich mir Sané leisten kann. Aber umso wahrscheinlicher ist es, dass ich mir ihn leisten kann, wenn ich vielleicht hier noch den ein oder anderen Meisterspieler ziehe. So, der nächste Gegner hat hier auch wieder eine 100er Bewertung. Kimbom 2017, Ultra Aslan, Tarafata, Blaflari oder keine Ahnung, ich habe es jetzt nicht mehr lesen können. Das Einzige, was ich weiß, ich möchte gewinnen.
Ich möchte gewinnen. Und ich hoffe, dass ich auch gewinnen werde. Max Kruse, jawohl. Schönes Tor. 1:0. Oh, jawohl. Jawohl, Kruse. Jawohl, Kruse. Mit Einsatz. Mit Einsatz holt er sich den Ball hier wieder. Mit der schönen Grätsche, Kruse. Götze. Verliert die Kugel. Freistoß, Elfmeter oder was gibt's jetzt hier? Freistoß, perfekt. Lukas, komm, hau ihn rein. Hau ihn rein, hau ihn rein, hau ihn rein. Kruse, Eckball, 2:3. Nesta, Nesta verliert den Kopf, verliert das Kopfballduell. Und Niklas Stark, Jungs, Mädels. Niklas Stark hier von der Hertha macht ihn. 4:3, Lukas. 4:4. Ein richtig spannendes Spiel hier. Ein Hin und Her. Ein Hin und Her. Max Kruse verliert die Kugel. Und der Gegner führt wieder. Der Gegner führt. Komm, ist das Lukas? Das ist Lukas. Lukas verliert die Kugel, Mann. 4:6. Ist das schon eine leichte Vorentscheidung? Ist das schon eine leichte Vorentscheidung? 5:7. 20 Sekunden. Der Gegner darf jetzt kein Tor mehr machen. Komm, der DG. Oh. Ja, okay. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Hätte ich die Chance mit Kruse vielleicht noch reingemacht? Ah, Mann. Ja, ich spiele auch hier gerade, also das Spiel spiele ich hier gerade nicht gut. Wir verlieren, haben nur noch 2 Serie A Tickets, bekommen 4 Punkte und somit habe ich jetzt wie viele Serie A Punkte habe ich? 62. Okay, mit einem Sieg reicht das nicht aus, also 2 Spiele müssen auf jeden Fall noch machen für den Serie A Spieler. Okay, schauen wir mal. Ich darf kein Spiel mehr hier verlieren. Okay, was heißt kein Spiel mehr? Ich könnte noch rein theoretisch 2 verlieren, aber nee, das war einfach schlecht gespielt gerade von mir. Das war eben einfach schlecht gespielt. Der Gegner hat einen Messi vorne drin, einen Crespo, einen Viviano im Kasten, Zielinski habe ich da noch gesehen, aber auch wieder 100. 100 gegen 100 Duell somit auf Augenhöhe, ganz klare Sache. Das sage ich ja immer so schön hier. So. Ab geht's, Kruse, komm. Max Kruse. Max Kruse, Max Kruse, Max Kruse, Dankeschön. Danke, Pümmel Kruse hier. Diallo. Diallo. Diallo wird abgefälscht, der Schuss. Niklas Stark ist vorne. Niklas Stark und Götze. Mario Götze. Mario Götze, du Esel. Ah, das kann nicht sein, ey. Kruse geht vorbei. Max Kruse, mach ihn bitte. Danke. Wieso habe ich denn nie Wijnaldum und Lukas da vorne, Mann? Die sind Stürmer und die spielen nie vorne, ey. Lol. Jetzt ist einfach... Oh, jetzt habe ich die App beendet. Ey, jetzt habe ich die App beendet. Jungs, Mädels, 1, 2, 3 und weiter. Oh ja, ich lieg 2:4 hinten. Ich glaube es nicht, Mann. Ich glaube es nicht. Weil ich gefettfingert habe, bin ich da auf den Haubenbutton gekommen. Beziehungsweise, keine Ahnung, immer wenn man... Ich weiß nicht, was das hier für ein Bug wieder war. Ja, Mann, 4:4. Obwohl die App abgestürzt ist bei mir eben gerade. Also, weil ich halt gefettfingert habe. Ja, komm. Es ist... Ich könnte hier schon wieder ausrasten, ohne Witz, ne? Ich könnte hier wieder ausrasten, 5:5. Tolle Chance, Lukas. Lukas, wenn du den nicht machst... Danke, 6:6. Und Nesta. Was macht denn Nesta da vorne? Und Nesta macht ihn nicht. Und der Gegner macht das Tor, ey. Es ist echt... Leute, ich weiß nicht, was ich sagen soll, Mann. Es ist echt zum Kotzen hier. 66 Punkte und nur noch... Wenn ich jetzt eine Niederlage kassiere, dann müsste ich mir quasi wieder Tickets kaufen oder halt trotz Energiepunkte ausgeben dafür. Ey, ich muss, ey, ein Spiel gewinnen. Ich. Leute, es ist echt. Ah! Komm. Bitte, lieber EA-Gott. Klose, Ben Yedda. Onana. Onana hat er am Kasten. Bitte, Wijnaldum und Lukas. Spielt jetzt mal bitte im Sturm und nicht in der Verteidigung oder keine Ahnung, wo ihr rumrennt. Heißt, wisst ihr, ich habe 99er Spieler da vorne und ich habe immer nur einen Pümmel Kruse und einen Götze vorne als Stürmer irgendwie.
Spieler trainieren und Gratis-Pack kann ich auch mal noch schnell machen. Das ist ja keine Arbeit von 5 Minuten, sondern das geht ja relativ fix. Wenn ich hier mal in den Shop kommen würde. Danke. Champions League Finale, was gibt es denn da noch? Das sind immer noch die gleichen Packs. Okay, nee, hier hinten Gratis-Stufe 5 Pack. Bam, bam, Elite-Spieler drin, Leute. Elite-Spieler, komm, ich skip direkt durch. Ey, was lädt denn jetzt so lange? Yay, was ist denn los bei euch? Hofmann. Von? Wo spielt denn Hofmann hier? Bei den Sportfreunde, bei der Lotte. Sportfreunde Lotte. Lul. Okay, jetzt noch einen Spieler trainieren. Kruse. Kruse gönnt sich die nächste 10er-Karte hier. Zack, zack, 10er Pace auf Kipo. So. Dann öffne ich mal die Packs hier noch und dann gehen wir rein ins Serie A Tots Spieler Pack. Und ich hoffe auf einen Meisterspieler. Das wäre nämlich richtig nice, hier noch einen, den nächsten Serie A einen Meisterspieler zu bekommen. Den nächsten 90 Plus Spieler. Weil gestern, kleiner Spoiler, hatte ich, ja, Packler kann man so sagen. Definitiv. So, mal gucken. Mal gucken, was ich drin habe. Ihr könnt gerne reinschreiben unten in die Kommentare, was ihr in diesem 75er Serie A Spieler Pack hattet. Ich hatte jetzt bei jedem Turnier. Hatte ich immer den schlechtesten Spieler. Ich hatte immer den 85er. Dem hierbei hatte ich beim Bundesliga-Tots. In der letzten Woche hatte ich hier vom La Liga-Tots den 85er. Und wahrscheinlich, Leute, ich sag's jetzt. Mit Ansage, ich krieg Mancini 85. Mit Ansage. Aber wirklich komplett mit Ansage. Oh, doch nicht. Joaquin Correa ist okay. So Mittelmaß gezogen. Nicht der schlechteste. Aber leider auch nicht den besten Spieler. Aber ist okay. Ist okay, Korea 88, den werde ich einsetzen, um meine Spieler zu trainieren. Den werde ich nicht verkaufen. Das soll es gewesen sein für die heutige 20 Uhr Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus, haut rein und tschüssi.